Let's play. Yo, meine lieben Zelda-Kollegen, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier in Zelda Breath of the Wild. Wir sind auf der Suche nach einer möglicherweise Blitzforelle, wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin, ob das wirklich der Fall ist. Da haben wir, na, wir haben hier Glut und blablabla Forellen. Aber nicht, ja, keine komischen Blitzforellen. So. Habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo es die geben soll. Aber die muss es ja geben, angeblich. Also, ich meine, augenscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Wir werden die finden. Wir werden die finden. Wir werden die finden. Und da, wir gehen jetzt mal zum Donnerhorn hoch. Vielleicht ist es ja doch ein anderer Fisch, der gefunden werden muss. Da springt doch was rum. Also ein normaler blauer Vogel, der da rumfliegt. Warum sind hier keine Fische im See? Verstehe ich nicht. Nirgendwo. Toll. Ich muss den Wasserfall hoch. Beziehungsweise, doch, müssen wir. Ja. Wir gehen mal hoch zum Donnerkap. Da weiß ich zumindest, dass da Blitz und Donner herrscht. Da können wir in irgendeiner Art und Weise irgendwas finden, was elektrisch geladen ist. Was auch immer das am Ende ist. Wahrscheinlich eine Forelle, würde ich sagen. So, das habe ich ja schon gesagt. Aber, tch. Ich glaube, so ist man sogar noch mal ein Stück schneller, wie einfach nur mit X. Beim Schwimmen. So, wir werden hier jetzt direkt hinaufsteigen. Wenn er mal dahin schwimmt, die Strömung ist schon krass. Mein Gott. Kannst ja gar nicht gegen anschwimmen. Oder kaum. Schneller, Schlink. Stell dich nicht so an. Ja, du hast es sofort geschafft. Aufsteigen. Aufsteigen. Hui. So, einmal hier nachgeguckt. Maxi-Barsch. Kennen wir noch nicht. Foto machen. Sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass der Maxi-Barsch meint. Irgendwas elektrisches muss das sein. Ja, wir nehmen mal Maxi-Barsch mit. Oder auch nicht. Ich schwimme ja weg. Die blöden Viecher. Hätte ich jetzt fast gesagt. So, hoch da, hoch da, hoch da. Jawohl. Irgendwas elektrisches, ja. Was soll das nur sein? Was ist das denn für ein Monsterwasserfall hier? Fresse, ey. Jetzt sind wir aber auch hochgestiegen. So, ich nehme auf jeden Fall wieder die Klamotten zum Schleichen. Dass wenn hier gleich irgendwas zum Looten da ist, elektrisches, ich dann auch auf jeden Fall mitnehme und nicht verpasse. So wie den Pilz jetzt. So, nicht von den Gegnern sehen lassen, da habe ich nämlich überhaupt gar keine Lust drauf. Vom Namen her sind wir schon hier ganz richtig. Donner, irgendwas, Kap, Gedöne. Was ist denn da unten so komisch? Ha. So, nochmal hier im Wasser geguckt. Was ist denn da vorne? Ein Eichhörnchen. Ich sehe nur so einen komischen Schwanz und dann denke ich schon wieder, was ist denn jetzt? Sind die Fischer? Fischer, 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 Fischer? Nein, keine Fischer.
Was brauche ich für die Rüstung brauche ich, ne? Aufsteigen. So. Wenn hier nichts Elektrisches ist, wo dann? Okay, vielleicht im Hühlersee, habe ich ja schon gesagt. Ah, hier ist irgendwas. Frost. Ach, Frostlibelle. Wo kriege ich denn dann die anderen Libellen her? Gute Frage, nächste Frage, ne? Spurtechsen gibt es ja auch nur. Okay, hier ist nichts Elektrisches. Das ist scheiße. Muss ich mal sagen. Das heißt doch Donnerkap. Warum heißt das denn so, wenn hier nichts Donnermäßiges ist? Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder so ein Elun. Ach, so ein Leunen rumspacken. Oder ist er auf Dauer tot? Von dem können wir noch ein Foto machen. Blauspatz haben wir noch nicht. Sehr gut. Haben wir ein neues Tier fotografiert. Ist ja auch richtig wichtig. Ja, da rennt er da rum, der Leunen. Aber wir sind so leise am Laufen, der kriegt uns gar nicht mit. Ja, wir haben hier nichts. Überhaupt nichts, was irgendwie passt. Donnerkap am Arsch. Nächste Möglichkeit wäre der Hylia-See. Weil da ja das Elektro-Schlangen. Drachenmonstrum entspringt. Könnte es sein, dass es da elektrische Fische drin gibt. Sonst habe ich keine Ideen. Das ist nur jetzt die wahrscheinlichste Variante. Ansonsten müssen wir die Quest dann auch verschieben. Können wir da nicht weitermachen, leider. Weil ich nicht weiß, was der will. Irgendwas Elektrisches. Ja, Nagerschrein. Auf nach oben, bitte. Hier sind ganz viele Ex-Alfons, glaube ich, gewesen, ne? Ja, ich höre sie schon wieder, die Viecher. Was? Silber? Was? Ein silberner Ex-Alfons? Haben die gelitten? Einfach so. Warum? Den mach ich platt. Den machen wir frisch. Das ist eine Herausforderung. Okay. Hallo. Exi, Exi, Exi. Na, was ist los? Nicht spucken, du Arsch. Na, wie fühlt sich das an? Kann ich auch machen, ne? Also kann man aber nicht zurückreflektieren, schade. Komm, da ist ein Wasservieh, der kriegt jetzt einen Blitzpfeil ab. Das zwiebelt aber rein, ne? Ja. Kaputt. Sehr geil. So, tot. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Zweihänder, ne? Ein königliches wieder mal. Komm da raus. Ja, Königszweihänder, ist ja egal. Können wir mitnehmen. So, was ist das da vorne für eine Libelle? Sind das vielleicht die, die wir brauchen? Eine Glutlibelle ist natürlich nicht richtig. Kacke.
Ja, dann gibt es hier auch keine elektrischen Viecher. Noch ein Silberner. Jetzt geht das hier überhaupt, ne, mit den Viechern. Ich sehe auch nirgendwo Fische im See. Wäre auch schon wieder seltsam. Da! Hyrule Barsch. Da, Hyrule Barsch. Das bringt mir ja nichts. Ja, keine Ahnung, was der Elektrisches meint. Wenn es überhaupt elektrisch ist. Ein schockierend starker Geselle, doch nicht verzagen, fangen die... Das schockierend war ja extra fett geschrieben. Deswegen habe ich gedacht, das ist irgendwas Elektrisches. Aber reimtechnisch, ein schockierend starker Geselle, doch nicht verzagen, fangen die... Auf Geselle reimt sich Forelle. Eigentlich, es könnte auch eine Forelle sein, die da haben will. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Haben wir eine Forelle dabei? Irgendeine? Mach mal, doch, war doch richtig. Eine Forelle. Also irgendein Fisch. Barsch, Barsch, Barsch. Karpfen, Karpfen, Forelle. Da haben wir doch. Zitterforelle haben wir doch. Bin ich doof? Wir haben das Vieh und ich renne hier durch die Weltgeschichte. Ich gehe schon wieder hier gleich kaputt. Ich gehe aggro. Weiße. So, zurück. Wir können noch weitermachen. Wir haben Sachen dabei, von denen ich gar nicht weiß, dass wir sie haben, dass es die gibt. Habe ich von der Zitterforelle überhaupt schon ein Bild? Nee. Ja, werfen wir auf den Boden, machen ein Foto. Da kenne ich ja nichts. Ah. Was das jetzt wieder hier Zeit gekostet hat. Ich will davon gar nichts wissen. Wir machen jetzt weiter und gut ist. So, hallo. Hallo. Kletterrüstung bitte. Und einfach nach oben. Einfach hochklettern. Ist mir doch egal hier. Ah, diese liebliche Musik. Der Crocs. So, wieder am Barbt vorbei. Das ist wieder das Kritische. Die Lippe kriegen wir immerhin. Aber jetzt hier. Ja, doch funktioniert. Ich hoffe, du hast nichts da... Nein. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn wir dich beklettern. Dekobaum. Warum geht der in die Hocke? Jupp. 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 Und weiter. Haha. Ja, wir klettern sogar ein bisschen höher, als wir eigentlich müssten. So, Kollege. Du bist wohl ein ganz raffiniertes Schweinchen. Wir haben das, was du willst. Hier, pass auf. Zitterforelle. Ja, yeah, richtig. Dann ist es gut gemacht. Und ich tanze. Nun gut. Das nächste Rätsel. Dies ist das letzte. Ich hoffe, du bist bereit. Bring zu mir, wonach ich rufe. Besieg ein Monster zu diesem Behufe. Alles klar, ist ja einfach. Zitterforelle haben wir noch nicht fotografiert. Scheißegal, haben wir im Inventar drin. So, da haben wir die Zitterforelle. Sehr gut. Ja, der möchte einen Leunenhuf haben. Das ist ja offensichtlich. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Das ist Kinderkacke. So, hier, da. Leunenhof, richtig, das ist es. Gut gemacht und ich tanze. Ich wusste, du wirst es schaffen, werter Held. Hier ist deine Belohnung. Oh, ein Diamant, okay. Ich habe keine Rätsel mehr für dich. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ich bin beeindruckt. Ja, ich meine, ist ja auch... So ist das. So. Ich versuche mal, das Masterschwert rauszuziehen. Vielleicht ist es durch die Rätsel, die wir geschafft haben, jetzt leichter geworden. Ich weiß es ja nicht. Wir speichern vorher. Ich will nämlich nicht sterben. Wobei, komm, lass uns mal im Schwert verrecken. Möchte ich mal sehen. Zieh raus, das Ding. Nee, warte, ich brauche voll volle Leben. Ja, ja. Hör auf zu lachen. Wir kriegen das schon hin. Ein paar Äpfel. Äpfel sind gesund. Danach muss das klappen. So, pass auf, du.
Das kriegen wir hin. Streng dich an, Link. Na los. Noch einmal. Tatsächlich, wir haben ein Viertel Herz übrig. Ha, ist das geil. Meine Fresse. Ja. Viertel Herz. Scheißegal, wir haben es geschafft. Alter Verwalter, ist das geil. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind. Deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Habt ihr gesehen, das Schwert war ganz schön lediert, ne? Und jetzt sieht's aus wie nagelneu. Ich weiß nicht, wie das geht. Das scheint sich wohl selbst reparieren zu können, irgendwie. Würde ich mal vermuten. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Ja, das haben wir uns schon durchgelesen, als wir es fotografiert haben. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Wenn du der Verheerung Ganon und ihrer Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Ah. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schattig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du... warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, dich im Kampf mit Ganon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, solltest du auch die Titanen befreien. Scheißegal, wir haben das Schwert! Geil! Das ist... Jetzt haben wir das endlich. Meine Fresse. Was will man denn mehr? So. Ach, ist das schön. Ich hab das Schwert, ne? Hast du mitgekriegt? Ja, ist ja gut. Ah, ist das schön.
So, gut. Mit der soeben neu erworbenen fettkrassen Ausrüstung. Ist das geil, das Schwert, ne? Und auch die Schwertscheide dazu. Meine Güte, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Schild. Wenn es das Schild noch irgendwie gibt von früher, das man ja eigentlich immer passend zum Masterschwert dazu hat, dieses Hylia-Schild oder wie auch immer. Das wäre jetzt noch, das wäre jetzt noch der Hammer. So, pass auf, pass auf. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt hier im Wald erstmal irgendwie fertig. Questmäßig. Aber warte, hier der eine, der wollte Ruby sehen. Ich habe ja die Befürchtung, habe ich schon im Abspann des letzten Videos gesagt, dass er vielleicht einfach nur einen Rubin sehen möchte, einen fotografierten. Das wäre einfach für uns. Wo ist es? Pekanus will einen Rumi sehen. Ein Bild würde wohl reichen. Es heißt, der Rumi strahlt mit einem geheimnisvollen Licht. Könnte ein Rubin sein, eventuell. Kann man Rubine hier freihauen? Ich glaube nicht, ne? Ja, wenn wir beim nächsten Mal einen Rubin finden, machen wir auf jeden Fall ein Foto davon. So, wir können jetzt hier weiter erforschen. Und zwar hier oben ist ja noch Deubran-Ruinen. Das hört sich ja auch nicht schlecht an. Weißt du was, wir machen was ganz anderes. Zwar auch noch in dem Gebiet, aber mit einem anderen Ziel. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, Wächter zu verkloppen, ohne dass unsere Waffen dabei kaputt gehen. Das heißt, wir statten Ganon jetzt bei seinem Schlösschen nochmal einen Besuch ab, machen da ein paar von den Äuglein kaputt und so weiter, verdammen da so ein bisschen die Verheerung und hoffen, immer noch auf die Waffenkammer zu stoßen. Das Masterschwert scheint es ja in der Waffenkammer nicht zu geben, aber vielleicht noch das ein oder andere coole Wäfflein. Also das interessiert mich jetzt, ja, oder so geile Schild. Das machen wir jetzt. Wir laufen hier ein bisschen entgegen. Der eine Typ hat ja auch gesagt, nördlich kann man das Schloss betreten angeblich. Mit Hilfe Auserwählter. Dein Name ist Link. Warum kommt das jetzt? Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast, gehe zum großen Dekobaum im Wald der Crocs. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Ich war doch gerade da. Prüfung des Schwertes. Ist das ein Witz? Mal, ja gut, dann machen wir jetzt die Prüfung des Schwertes. Hört sich doch cooler an. Das Spiel kann sich nicht entscheiden. Ist das Problem, ne? Ich war gerade da. Hätte nicht da so eine geheimnisvolle Stimme zu mir sprechen können, ne? Ich muss erst weg. Ich muss erst weg, dann, warte mal, komm mal wieder. So. Sprechen wir nochmal mit dem Dekobaum. So eine Masterschwert-Only-Quest. Oh, das ist ja. Jetzt wollen sie unsere Macht hier auch noch auf die Probe stellen. Ist kein Problem, das machen wir. Tee. So. Was soll denn passieren? So, Dekobaum. Ich habe da gehört, du hast da so... Ah, fängt direkt automatisch so eine Sequenz an. Sehr schön. Du sagst, du hast eine Stimme gehört? Ah, so, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast dir zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Ach so, ja. All deine Waffen und Rüstung werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast,
dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwerts sein. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann stecke das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Was? Schon wieder weglegen? Na gut. Klar, wenn wir das für die Masterprüfung machen müssen, na gut, dann machen wir das. Ich speichere aber vorher. Vielleicht kommen wir da wieder nicht mehr raus oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Kaum rausgezogen, können wir wieder reinstecken. Gucken wir uns an. Ich konnte zwar überspringen, aber... Oh. Zack. Ah, das ist ein Teleporter. Cool. Wurde Zelda auch irgendwohin teleportiert? Danach? Hm. Okay, wir sind jetzt anscheinend nackig, so wie damals auf der Insel. Ja, mit solchen Herausforderungen haben wir ja gelernt, umzugehen. Natürlich, die hätten uns doch zumindest mal irgend so eine Basic-Kleidung geben können. So nackelig ist doch Sobel. Auserwählter des Schwertes, im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um das wahre Licht des Masterschwertes zu entfesseln. Ja, komm, wo willst du denn wissen? Überwinde alle Fairnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stehlen. Ich sehe davon schon Bockblinz. Dies ist ein Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entrückt. Okay. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht. Ah, ich hab nichts in der Hand. Hier ist ein Stein. Wir haben Bomben, das reicht. Okay, wir müssen alle Gegner töten oder so, keine Ahnung. Wir haben eine Route schon mal gefunden. Sehr gut. Es geht wahrscheinlich wirklich nur darum, die Gegner alle zu verkloppen. Denke ich mir mal. Und das wird wahrscheinlich immer schwerer werden. Hier im Moment ist es wohl noch leicht, denke ich mir, weil Stufe 1 ist. Aber das wird eventuell... Oh, geht da hoch. Eventuell gibt es mehrere Stufen. Nee. Was war das? Das ist eine gute Idee. Jetzt kommen die hingelaufen. Jetzt werfe ich die hier runter und die sterben. Das war geplant. Was ist das? Trottel. Ah, okay, tatsächlich. Jetzt geht's weiter. Nächste Ebene oder so. Aber wir nehmen alles mit hier an Waffen und Fressen. Wir gucken uns hier um. Das ist nicht umsonst eine Prüfung von ich weiß nicht was. So. Schwertbanane und so weiter und so fort. Sehr gut. Gibt's hier noch was Interessantes? Okay, das war's dann wohl erstmal. Ja, weiter zu untersuchen. Geht da jetzt eine Ebene weiter runter, eine Ebene weiter hoch? Sind wir jetzt fertig? Wird das Schwert jetzt direkt verbessert dadurch? Oder ich weiß es nicht. Okay, geht weiter. Das wird lustig. Ach, da steht auch Ebene 2, Schwertprüfung 1. Okay. Dann gibt es mehrere Schwertprüfungen mit jeweils mehreren Ebenen. Interessant. Muss man ja mal sagen. Werfen. Kaputt. Er hat ein gutes Schild gehabt. Ein gutes Schwert auch. Ritterschwert, siehst du? Bisher ist es einfach. Ah, den haben wir nicht getroffen. Mal spätestens, wenn nachher irgendwann die Silbernen kommen, wird es natürlich lustig. Warum treffe ich den denn nicht?
Ja, ist ja gut. Caputo Maximo. Alle besiegt. Nächste Ebene. Ah, das macht Spaß. Ja. Wie weit schaffen wir es? Ich sag, bis zum Ende. Bis zum Ende. Hier gibt's kein Zwischenstand oder sowas. Alles oder nix. Hier gibt's aber keinen Blutmond, oder? So, ich möchte da nochmal hoch. Irgendwie. Oh, ein Parasegel habe ich, ne? Ja, ja, habe ich ja gerade schon benutzt, stimmt. Parasegel haben wir. So. Holzpfeile, sehr wichtig. Nehmen wir mit. Da hätte ich auch die Brücke runterkloppen können. Okay. So, und dann geht's wohl jetzt schon direkt zur Ebene 3 weiter. Sehr schön. Wo ist das Ding denn? Ach, da. Okay. Ja, meine lieben Freunde, das wird ja immer besser irgendwie. Da habe ich jetzt ja voll Bock drauf auf so eine Master-Quest-Prüfungsgedöns-Kacke. Weil, ja, das ist eine Herausforderung. Wir sind hier wieder mal nackig. Wir müssen uns alles zusammensuchen. Das wird lustig. Wie tief kommst du runter im Prinzip? Und die ersten beiden Ebenen haben wir schon mal hinter uns gelassen. Und ich gehe davon aus, dass wir das hier zumindest die erste Schwertprüfung soweit durchkriegen, ohne irgendwelche Probleme. Hoffe ich einfach mal. Also bisher war es ziemlich einfach. Gucken wir mal, was die nächste Ebene bereithält. Vielleicht zieht ja jetzt der Schwierigkeitsgrad rasant an auf einmal. Gut, gut, gut. Ich verabschiede mich. Bis morgen dann. Ciao.